So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ich fange gerade mal an zu bauen, da ich ja letzten Part gesagt habe, okay, wir wollen jetzt mal langsam mit dem Stahl anfangen. Ist mir eine super Idee eingefallen, wie wir eigentlich diese wunderschöne Strecke jetzt bauen könnten. Also ungefähr. Ich sage jetzt bloß, ich muss erstmal gucken, wie wir am dümmsten die Strecke bauen jetzt. So, dann möchte ich das hier bitte alles gleich zweispurig haben. Ich möchte zwei Züge drauf fahren lassen. Und gucken, wo ist die Einfädelung von der Bahn. Die kommt hier. Das wollen wir alles gleichzeitig machen. So. Ein Ausfahrtssignal von den ganzen Gleisen, das klappt schon. Ja, ich hatte euch versprochen gehabt, es wird sich einiges auf meinem Kanal ändern. Die Sache ist nur, ich war jetzt eine sehr, sehr lange Zeit krank, nicht. Ich war jetzt eine Woche krank gewesen und war dann davor eine Woche bei meinen Eltern gewesen und alles hin und her. Es kam eine Zeit lang mehr Multiplayer-Folgen, Sachen, die nicht optimal die Klicks hatten. Transfer Fever ist eigentlich immer noch ein Projekt, der das mit am meisten bringt oder und mir am meisten mit Spaß macht, muss man dazu sagen. Deswegen bringe ich das auch weiterhin. So, Oberleitung und das. Ich will einfach den Zug hier durchfahren lassen für die Leute, die sich jetzt wundern, was ich hier mache. So, und den Zug möchte ich eigentlich nur durchfahren lassen. Also das Gleis eigentlich komplett unbenutzt lassen, einfach als Durchfahrt. Man hätte auch hier daneben noch das Gleis machen können. Ich glaube, das wäre so optisch recht geil. Würde mir ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich, kosten, dadurch, dass ich alles kleiner machen müsste von den Spuren. Gucken wir mal, wir haben hier keinen Tunnel nirgendwo. Das heißt, wir müssen hier irgendwo dann drüber gehen. Ich werde mal von hier oben weiterbauen. Die Frage ist jetzt nur wie. Also keine Angst, Multiplayer-Sachen und sowas wird es weitergeben. Es wird auch mit anderen Leuten nochmal was, wie gesagt, geben. Bytes, der hat auch wieder ab und zu mal wieder Zeit, ein bisschen was zu spielen. Jetzt habe ich einen kleinen Bahnhof, glaube ich, gebaut, oder? Bin ich bescheuert? 23 Meter, zwei. Warum zweigleisig? Werde ich vielleicht. Ja klar, um weiterzufahren. Deswegen. Ich habe schon in die Zukunft gedacht. Ja, ja. Es ist so hässlich. Ich will aber keine Brücke haben hier. Wird das hässlich. Scheiße. Das ist eine Shitstrecke hier. Tunnel, nein! Passiert mir zu viel, was ich nicht möchte. So, so schön gerade jetzt. Und dann werden wir bis kurz vor Signal fahren, glaube ich mal. Jetzt wenn wir nämlich, wenn wir runtergehen, ich hoffe das klappt wie ich das möchte. Naja, es war zu früh. So. Und jetzt können wir wieder so steil hochgehen, wie wir können.
Das war zu weit weg schon. Machen wir eben eine enge Kurve hier. Das Ganze muss ja noch zweispurig. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Nein. Ist das eklig gebaut. Oh. So. Was bekommen wir jetzt? Eine Viola. Oh, jetzt kommt hier richtig viel. Kesselwagen. Aplex. Rundwagen. Ich glaube, da können wir schon mal die Schiffe gleich umbauen. Den Kesselwagen würde ich nicht umbauen. Ich weiß gar nicht, ich habe bis jetzt überhaupt keinen Kesselwagen. Oh, bin ich bescheuert. Wie bescheuert muss man in einem Kopf sein? Ey, das kotzt mich doch an. Oh. Und dann machst du mich so nur. Ich werde sowieso höchstens zwei Züge auf der Strecke fahren. Deswegen passt das schon. Weil ich ja noch nicht weiß, wie sie getaktet sind, werde ich hier einfach nochmal über das Signal hinsetzen. Und wir brauchen noch einen Bahnhof. Und weiter passiert auch noch nichts. Och nee, stimmt ja. War ja was. Weil nämlich der Part nämlich vorbei ist. Da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part schon gefallen hat, gibt da oben da, wenn ich nicht einen Daumen runter, schreibt mir einen Kommentar, ob ihr davon sehen würdet oder noch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Man of the World, der es liebt einfach so zu bauen, dass einfach 3000 Schienen nebeneinander liegen, das sieht einfach irgendwie geilo aus. Ja, ciao, ciao.